So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft-Ratgeber im Survival-Modus mit mir, dem Lufo. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen darum gekümmert, wie wir hier die Villager eben zombifizieren und dann wieder zurückheilen können, um ihnen billigere Trades abzunehmen. Und das haben wir hier, wie gesagt, schon angefangen gehabt. Wir sehen, wir haben hier welche, die hier die verschiedenen Sachen kaufen, die wir eben relativ schnell anbauen können, um Emeralds zu bekommen. Und ich habe gedacht, in der heutigen Folge werde ich mich mal darum kümmern, dass wir anfangen, eine kleine Halle zu bauen, wo wir diese Villager eben in einzelne Zellen reinstellen. Das Ganze aber nur vorübergehend, das heißt sehr vereinfacht im Vergleich zu vorher. Und genau, außerdem brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Gold, um hier die Villager zu heilen. Und deswegen wird mein allererstes Ziel heute erstmal sein, dass wir einen Villager bekommen, der uns ein Buch mit Glück verkauft. Sodass wir, wenn wir mit unserer Spitzhacke dann eben Gold abbauen gehen, eben mehr Gold bekommen und dann auch dadurch dann schneller mehr Villager bekommen können. Das heißt, ich würde heute mal anfangen und ganz einfach mal in eine Höhle gehen. Und dort ein bisschen Gold suchen. Und ich würde sagen, das haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Da werde ich euch jetzt nicht wieder mit reinnehmen, weil, Höhlentouren und so weiter werden wir natürlich in späteren Folgen noch ein bisschen mehr behandeln, weil es gibt natürlich auch unterirdische Strukturen wie Minenschächte und so weiter. Aber das ist jetzt heute nicht das Ziel. Deswegen, um die Folge ein bisschen kürzer zu halten, als die letzten paar Folgen jetzt waren, würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach in eine Höhle und dann zeige ich euch, wenn ich wieder da bin, was ich alles gefunden habe. Hier beim Erforschen unterirdisch habe ich gerade auch noch eine Geode gefunden. Damit werden wir uns später nochmal befassen, genauer. Aber ich würde hier gerade einmal ganz kurz reingehen in diese Geode. Und hier gucken, dass wir uns mal eins von diesen Amethyst-Kristallen mitgenommen kriegen. Oder ein paar. Wenn hier welche schon gewachsen sind. Wahrscheinlich sind sie das nicht. Doch da ist ein großes. Das nehmen wir mal gerade mit. Und ihr werdet noch sehen, warum. Das werde ich euch dann gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. So, Freunde, ich war jetzt gerade in der Höhle und ja, ich habe eine komplette Eisenspitzhacke verbraucht und eben ein bisschen was von der Diamantspitzhacke und die Ausbeute ist eher karg gewesen. Es gab sehr viel Eisen, habe ich nicht alles mitgenommen, weil wir ja die Eisenfarm haben. 7 Gold und 5 Diamanten. Fast genauso viele Dias wie Gold. Schon ein bisschen traurig, aber wir können hier gleich mal dann das Gold auf den Ofen schmeißen. Und ich habe aber auch, wie ihr gesehen habt, eine Geode gefunden. Und damit können wir, wenn wir uns hier zweimal Kupfer und eine von diesen Amethystscherben in diese Crafting Bench reinpacken, können wir uns ein Fernglas machen. Und mit diesem Fernglas können wir in die Distanz gucken. Das heißt, wenn wir hier gleich mal mit dem Boot eine Runde am Strand entlang fahren, hier überall, können wir mal versuchen, ob wir irgendwo noch ein paar Portale finden, ein paar von diesen kaputten Portalen und dann da eventuell ein paar Goldblöcke bekommen können. Einfach nur, dass wir ein bisschen schneller das Ganze über die Bühne kriegen, weil ich habe erst überlegt, ob ich nur einen Villager heilen soll, aber ganz ehrlich, das ist eigentlich Verschwendung von den verschiedenen Zutaten und so weiter. Deswegen würde ich schon gerne 4 machen, außerdem kommen wir dann auch schneller voran. Deswegen würde ich sagen, mein allererstes Ziel gerade mal ist jetzt erstmal ein paar Goldblöcke zu finden und das werde ich jetzt genauso machen wie die Höhlentour. Ich werde das jetzt nicht alles zeigen, sondern nur wenn ich irgendwas Interessantes finde oder so. Genau, deswegen, ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal los und wir gucken mal, wo uns die Reise hinführt. Guck mal, hier haben wir ein Piratenschiff. Eventuell gibt es hier auch Gold drin. Man kann ja mal gucken. Oder man findet noch eine Schatzkiste. Ja, okay, Eisen ist jetzt nicht das, wonach wir suchen, aber komm, wenn wir schon mal da sind. Kann ich schaden, das einzupacken? Wieso kriege ich die Kiste nicht aufgemacht? Oh mein Gott. Harter Lag. Okay, Buried Treasure Map. Wahrscheinlich wieder die gleiche wie jedes Mal. Lass mal sehen. Ups, das war natürlich keine Absicht. Ah, diesmal könnte es sogar eine andere sein. Dafür müssten wir nach Nordosten fahren. Und wir gucken gerade nach Westen. Nordosten wäre dahin. Doch, das ist wieder die gleiche, oder?
Na egal, wir werden es irgendwann rausfinden. Ich werde jetzt nicht extra dahinter herfahren. Wir sind hier auf der Suche nach kaputten Portalen. Guck mal, da vorne ist auch ein Guardian-Tempel. Das ist auch gut zu wissen. Da kann man auch später noch eine Farm draus bauen. Okay, ich muss mich wohl leider geschlagen geben. Ich bin jetzt hier 20 Minuten rumgepaddelt. Hab kein einziges Portal gefunden, was wir dafür benutzen könnten. Das heißt, ich muss mich wohl oder übel geschlagen geben. Ja, leider hat das nicht geklappt. Ich glaube, das ist eine bessere Methode, wenn man weiß, wo diese Portale sind. Wenn man einfach auf gut Glück drauf losfährt, ist das vielleicht nicht so die gute Idee. Aber ich kann euch noch eine andere Methode zeigen, wie man relativ gut viel Gold bekommt, und zwar in der Hölle. Und dafür gönnen wir uns gerade mal unsere Gold Ingots und unsere Splash Potion. Und dann muss ich leider ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ich muss leider ein bisschen verschwenderisch sein und mir eben nur einen einzigen Dorfbewohner, ja, wie soll ich sagen, heilen und oder zombifizieren und wieder heilen. Und dann eben auf ein einziges bestimmtes Buch gambeln, was ich eben haben möchte. Dafür müssen wir jetzt aber gucken. Wir brauchen gerade mal ein paar Äpfel. Und zum Glück verkauft dieser Typ uns Äpfel. Das heißt, wir können uns jetzt auch diese ganze Aktion sparen mit dem... Ich muss jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Blätter abbauen. Und genau, dann craften wir uns gerade mal einen einzigen Goldapfel. Und natürlich haben wir auch die Splash Potion bereit. Und wir brauchen auch außerdem natürlich ein Minecart. So, das heißt, ich würde jetzt gerade mal hingehen und die beiden Kollegen hier eventuell mal ein bisschen auf die Bretter schicken. Na komm, der kann bis... Ups, der kann bis hierhin fahren. Dann ist der auch erstmal aus dem Weg. So. Dann würde ich sagen, wir halten ihn einfach dann hier an. Perfekt. Das heißt, hier bleiben dann natürlich weiterhin, sollten die beiden hier weiterhin eine Arbeit haben, weil wir natürlich die Emeralde irgendwie bekommen müssen. So, und dann müssen wir hier den Kollegen, der hier einmal abgehauen ist, müssen wir dann einmal noch in einen Minecart reinschaffen. Das heißt, wir schieben ihn jetzt hier hoch. Dann sollte er zum Zombie rüberfahren, da eben dementsprechend einmal konvertiert werden. Dann schicken wir ihn kurz hier rüber. Geben ihm dementsprechend seine Schwächetrank und wir heilen ihn. Und jetzt müssen wir uns eine Arbeitsstation für einen Büchereiangestellten oder einen Librarian herstellen. Das können wir in der Zwischenzeit kurz machen gehen, während er da unten heilt. Wie gesagt, wir dürfen nur nicht zu weit weglaufen von hier. Dafür brauchen wir ein Bücherregal. Das macht man sich mit drei Büchern und ein bisschen Holz. So und so. Und dann die Bücher so. Und für die Arbeitsstation von dem Villager brauchen wir ein paar Slabs. Das ist der sogenannte Lektan. Ich glaube, der geht so. Ja, gut. Genau, das ist das Ding, was wir brauchen. Und ich würde einfach mal sagen, es wäre vorteilhaft, wenn ich davon zumindest zwei hätte, dass das ganze Cyclen ein bisschen schneller geht. Das heißt, wir gehen hier gerade mal eine Kuh kloppen. In der Hoffnung, ein bisschen Leder zu kriegen. Perfekt. Das ist jetzt blöd, weil jetzt ist nämlich die Erde verschwunden. So, perfekt. Und dann können wir uns jetzt hier ein weiteres Buch craften. Papier haben wir auch bekommen auf unseren Reisen. Das heißt, wir machen ein weiteres Buch. Dann gönnen wir uns noch die zwei Bücher hier und dann machen wir uns noch ein Bücherregal und dann machen wir uns noch einen Lektern. Perfekt. Außerdem kann ich mir gerade nochmal eine neue Axt gönnen. Außerdem bauen wir uns gerade nochmal ein Buch. Das werden wir auch noch brauchen, um dann später mit diesem Villager eben zu traden, weil der will nämlich Emeralds und ein Buch für ein verzaubertes Buch. Wie gesagt, wird alles demnächst noch Sinn machen. So, wir gehen jetzt hier runter und warten, bis der Kollege eben... Wo ist er denn jetzt hergekommen? In der Zwischenzeit können wir ihm hier nochmal ein paar Emeralde abnehmen für
ein paar Kürbisse. Und da sieht man, er ist jetzt auch wieder aufgestiegen, er ist jetzt Experte. Und da ist er auch aufgewachsen, perfekt. Oder aufgewachsen, sage ich. Er ist jetzt wieder geheilt. Und er hat aber jetzt noch keine Arbeit. Das wollen wir jetzt natürlich ändern. Das heißt, wir nehmen jetzt gerade einmal den Lektern in die Hand, stellen das neben ihn und er wird ein Librarian oder ein Büchereimann oder wie auch immer man das nennen möchte. Und wir sehen jetzt hier, die verkaufen verzauberte Bücher. Das Ziel ist es jetzt hier, das Buch zu bekommen, was Behutsamkeit oder Silk Touch auf Englisch heißt. Das heißt, ich werde das jetzt hier wieder abbauen. Dann stellen wir das hier wieder hin. Und dann gucken wir, was er bekommt. Und er hat ein anderes Buch als davor. Das machen wir jetzt so lange, bis er das richtige Buch hat. Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern. Wenn man Pech hat, man kriegt meistens immer all das, was man nicht haben will, bevor man das kriegt, was man haben möchte. Und im Allgemeinen sind da ein paar Sachen, wo ich sagen würde, die sollte man sich zuerst holen. Das werde ich, aber ja, da ist nämlich eins von denen, die man sich zuerst holen sollte. Mending. Das ist so gut. Das heilt oder das repariert quasi die Werkzeuge, wenn man Erfahrungen einsammelt. Ich würde das jetzt eigentlich nehmen, aber weil wir nicht weiterkommen, wenn wir nicht Silk Touch oder Behutsamkeit kriegen, muss ich leider diesen Super Trade gehen lassen und weiterrollen. So. Da haben wir es bekommen, Silk Touch oder Behutsamkeit für einen Emerald und ein Buch. Das heißt, das tun wir hier gerade mal so rein und gönnen uns dann hier eben das raus. Das ist auch super zu haben, um mehr Geld zu verdienen, weil, wenn ihr euch noch daran erinnert, als ich die Melonen oben abgebaut habe, sind die in lauter kleine Einzelteile zerfallen. Und mit Behutsamkeit passiert das nicht. Dann bleiben die Melonen quasi so wie dieser Kürbis, wenn man ihn abbaut, wie ein Block. Das heißt, die Melonen können wir jetzt auch anbauen. Okay, keine weiteren Fragen. Wo bist du denn jetzt hergekommen? Na gut, egal. Das soll jetzt nicht das Problem sein, sondern ich werde euch jetzt zeigen, wie man schnell an mehr Geld kommt. Und dafür müssen wir uns jetzt einen Amboss craften. Ein Amboss ist sauteuer. Der kostet sau viel Eisen, aber lohnt sich zu haben. Und den macht man so. Mit Eisenblöcken und Eiseningots. Und mit einem Amboss kann man eben verschiedene Bücher, Verzauberungen und Werkzeuge und so weiter kombinieren. Das heißt, wir tun jetzt gerade mal unsere Diamantspitzhacke hier rein. Und dann packen wir das Enchanted Book mit Silk Touch hier rein. Das kostet dann 4 Level. Wir haben 29, wie ihr seht. Und dann hat diese Spitzhacke jetzt Silk Touch oder Behutsamkeit. Und weil wir natürlich unten mit dem Dorfbewohner gehandelt haben, ist dieser Handel jetzt auch bei ihm quasi festgesetzt. Das heißt, er kann den jetzt nicht wieder verlieren. So, ich würde sagen, wir lassen den Lektern auch gerade mal hier. Und wir lassen die Emeralde gerade mal hier. Und ich würde ganz kurz rüber in die Hölle huschen und euch kurz zeigen, wie man schnell an mehr Gold herankommt. Weil mit mehr Gold können wir dann beim nächsten Mal direkt 4 Dorfbewohner auf einmal heilen. Und dann können wir uns zum Beispiel Rüstung und andere Sachen auch direkt holen. Aber dazu kommen wir dann noch. Und wie ihr jetzt hier seht, hier sind diese Goldteile in den Wänden. Und ich habe euch ja, glaube ich, beim ersten Mal in der Hölle gesagt, baut die nicht ab. Weil, wenn man die nämlich ohne Behutsamkeit abbaut, dann kommt da ein Goldnugget raus. Und ein Goldnugget sind nicht die da oben gerade gezeigt wurden, sondern diese ganz kleinen Teile. Die allerkleinsten Teile, die es nur gibt von den jeweiligen Ressourcen. Da vorne ist noch mehr. Und wenn man die aber mit Behutsamkeit abbaut, diese Dinger, dann bekommt man eben diese unzerbrochenen Blöcke oder wie auch immer man es nennen möchte. Und wenn man die schmelzt, bekommt man ein ganzes Ingot daraus. Das heißt, 9 Nuggets sind ein Ingot und 9 Ingots sind ein Block immer jeweils. Das heißt, wir sparen im Prinzip hier einen Haufen Gold, wenn wir das so machen. Ich habe jetzt natürlich im Endeffekt ein bisschen Ressourcen dafür verschwendet. Vor allem eben das Spinnenauge, von denen wir halt noch nicht so viele haben. Aber ich werde jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen. Ich werde jetzt auch nicht allzu weit rennen, sondern wirklich nur hier im Umkreis gucken, wo ich die hier in der Wand sehen kann, diese Teile. Und ein paar abbauen. Ich meine, ihr seht, jetzt haben wir schon 16. Das sind 2 Goldäpfel im Prinzip schon. 2 Goldäpfel sind 2 Villager.
Und ich würde sagen, wir gucken, dass wir ja 4 Villager zumindest kriegen und dann am besten noch ein bisschen extra für ein paar Schienen. Das wäre auch super. Jetzt schläft er hier in meinem Bett. Aber ja, wie ihr seht, wir haben jetzt hier innerhalb von 10 Minuten im Vergleich zu der halben Stunde oder was, wo ich in der Mine war vorhin, haben wir über einen Stack Gold bekommen. Und ich würde sagen, das ruft doch nach Goldschmelzen. So, das heißt, wir packen hier gerade mal 64 in den Ofen. Und genau, dann kann ich gerade nochmal zeigen. Und zwar, ne, das hier, oder ich zeige das mit denen, die hier rauskommen, dann ist das vielleicht sogar noch deutlicher. So, hier kommen diese Ingots raus, ne? Wenn man diese Dinge aber abbaut, bekommt man diese Teile hier, aber nur irgendwie, keine Ahnung, 3 oder so. Das heißt, man muss dann sich die Goldbarren wieder craften aus diesen Ingots. Also wenn man diese Dinge abbaut, ohne eben Silk Touch oder Behutsamkeit drauf zu haben. Und deswegen ist das so super gut, das zu haben, weil man dadurch halt einfach wesentlich mehr Gold bekommt, ne? Macht Sinn. Und außerdem würde ich die Spitzhacke gerade mal kurz hier auf Reserve legen, weil die ist nämlich schon kurz vorm Ableben. Und ich möchte nicht unbedingt, dass unsere erste Dia-Spitzhacke, die wir jemals gehabt haben, direkt kaputt geht am Anfang. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen, ein paar vorübergehende Behausungen für unsere Herren Villager ausheben. Das wäre doch super, wenn wir das könnten. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier gerade mal einen kleinen Tunnel herein. In die Seite, so einen kleinen Gang hin, wo wir dann eben die Dorfbewohner so lange in den Wänden, wie ich das auch in der Multiplayer-Serie, die wir vor einer Weile gestreamt haben und auch noch teilweise streamen, gemacht habe. Wer das gesehen hat, weiß Bescheid. Genau, das heißt, das Ziel ist hier natürlich dann eben, die Dorfbewohner hier in so kleine Zellen reinzubasteln, bis sie dann eben halt eine permanente Behausung in Form von einer Trade Hall bekommen. Das heißt, ich würde jetzt gerade mal hier ein paar Schienen hinmachen, die hier rein verlegen und dann den ersten Kollegen Villager eben hier ganz kurz in seine neue Behausung rein verschieben. Dann bauen wir hier die Schiene. Ups. Dann bauen wir hier die Schiene wieder ab. Wir bauen hier die Arbeitsstation wieder ab. Ich würde sagen, bevor ich die wieder hinplatziere, machen wir auch direkt die Behausung für den anderen Villager noch hier hin. Das heißt, wir gehen hier gerade mal um die Ecke. Dann nehmen wir die Schienen hier wieder auseinander. Und dann kriegen die beiden Kollegen jeweils hier ihre Arbeitsstation davor gepackt, was dafür sorgt, dass sie dann wieder ihre Trades refreshen können. So. Das heißt, das Ganze können wir dann hier direkt so weitergehen lassen. Hier muss dann natürlich noch eine Goldschiene hin. Ihn können wir auch direkt eigentlich dann hier rüber in eine Zelle packen. So. Dann machen wir hier gerade die Schiene wieder hin und ihn kurz an. Dann nehmen wir seine Arbeitsstation mit. Er fährt kurz in seine Behausung rüber. Wir nehmen ihm die Schiene wieder weg. Und so weiter und so fort. Und er behält natürlich den Trade, weil wir das einmal von ihm schon gekauft haben. Weißt du was? Solange wir hier das noch nicht machen, kann ich das ja so lange so machen. Dann können wir uns die Goldschiene sparen. Und dann können wir hier eigentlich schon anfangen, hier 4 Villager reinzuladen, sodass wir die direkt in Anführungszeichen veredeln können. Und dass sozusagen weniger Wartezeit vorhanden ist bei der ganzen Geschichte hier. So, wir machen das Minecart gerade mal hier hin. Er wird da rausgenommen, fällt hier runter, wird von dem Zombie eben angeboxt. Genau, wir wollen nur, dass diese Schiene hier aus ist. Außerdem müssen wir gerade nochmal, welcher ist derjenige, der hier Äpfel verkauft? Er hier. Müssen wir nochmal gerade 4 Goldäpfel machen. So, der Kollege fährt jetzt nach hier. Dann gehen wir hin, machen den Schalt hier aus, dass diese Schiene auch gebremst ist. Holen den nächsten Dorfbewohner hier raus. Der fällt hier runter, wird zombifiziert. Wir fahren ihn an den nächsten Punkt rüber. Dann drücken wir kurz den Schalter, dass diese Schiene gebremst ist. Holen uns den nächsten raus. Er ist schon ein Farmer und der hat nichts, was wir hier wollen. Das heißt, hier kann ich euch an der Stelle noch einen kleinen Trick zeigen.
dieser, ne, Villager mögen es nicht, die reden quasi miteinander. Und wenn ein Villager dich dabei sieht, wie du jemanden anderen umbringst, also einen anderen Villager, dann sagen die das zueinander. Und dann, ja, dann werden die Preise sich zum Beispiel erhöhen oder ähnliches. Was man aber machen kann ist, der ist jetzt kein Villager mehr, der ist jetzt ein Zombie. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und ihn hier einfach killen und werde davon jetzt keine Strafe von den Villagern bekommen. Weil er nämlich keine Trades hatte, die für uns vorteilhaft waren, also hat nichts gehandelt, was wir haben möchten, können wir das so regeln. So, dann fahren wir ihn an die nächste Stelle, bremsen hier diesen Block noch und holen uns den letzten raus. Und da ist dann auch unser System schon fertig hier eigentlich. Wenn wir hier... Genau, er ist jetzt auch ein Zombie. Und dann können wir jetzt unseren Wurftrank rausholen. Unseren Wurftrank der Schwäche. Und ihn hier in die Mitte werfen. Die sind davon jetzt alle betroffen. Und dann geben wir ihnen allen einen Goldapfel. Nur aufpassen, dass sie mich nicht killen. Und jetzt können wir hier warten, bis es eben... bis sie wieder geheilt sind. Wir wollen auf jeden Fall einen Rüstungsschmied haben. Wir wollen einen Werkzeugschmied haben. Und wir... wollen am besten noch zwei verzauberte Bücher als allererstes besorgen. Vorteilhaft wäre zum Beispiel Unbreaking und Efficiency, also dass die Waffen und Werkzeuge und Rüstungen langsamer kaputt gehen und Werkzeuge ja schneller Sachen abbauen können. Mending sollten wir auf jeden Fall bekommen. Ich glaube, Mending sollte sogar meine erste Priorität sein, weil Mending kann benutzt werden, um die Werkzeuge, Waffen und so weiter halt wieder in der Haltbarkeit nach oben zu bringen. Und ja, wir haben ja, wie ihr wisst, unsere Diamantspitzhacke, die schon kurz vom Abnippeln ist. Das heißt, das wäre vorteilhaft, wenn wir das hinkriegen würden, das zu bekommen. Dann würde ich sagen, können wir auch gerade nochmal hingehen und hier den Kollegen hier gerade nochmal ein paar Brote geben, sodass die hier wieder neue Dorfbewohner herstellen können, weil unsere sind ja jetzt langsam ein bisschen knapp bei Kasse. Dann müssen wir uns eine Werkbank herstellen für... Oh, da ist gerade einer geheilt worden. Wir müssen uns eine Werkbank herstellen für den Werkzeugschmied. Das ist die Werkbank, aber die mit Eisen oben drauf. Wie heißt sie dann nochmal genau auf... Smithing Table, genau, der. Wir brauchen den Smithing Table. Das ist quasi eine Werkbank, aber oben drüber mit zwei Eisenbarren. Dann können wir uns... Wie man da oben schon gerade sieht, können wir uns jetzt auch noch einen Blast Furnace herstellen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, Eisen, einen normalen Ofen. Das heißt gerade nochmal ein bisschen Cobblestone her, ein bisschen Eisen her. Und, nee, falsches Ding. Genau, dann müssen wir uns als allererstes einen Ofen besorgen. Und dann mit diesem Ofen können wir diesen Blast Furnace machen. Und der wird benutzt für den Rüstungsschmied. Das heißt, ich glaube, da sollten wir die meisten Arbeitsstationen schon mal am Start haben, die wir hier benutzen wollen. Und ich habe jetzt von jeder nur eine gemacht erstmal. Das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man mehrere hat. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und schieben ihn jetzt mal gerade ganz kurz hier rüber in seine neue Loft rein direkt. Weil dann können wir hier ein bisschen effizienter das Ganze regeln. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem... mit dem hier. Und dann gucke ich mal, dass ich hier als allererstes einen Villager kriege, der mir Mending verkauft. Und da haben wir einen mit Mending. Endlich. Der verkauft leider keine Bücherregale. Das ist ein bisschen doof, aber ja, ich habe übrigens zugebaut, weil der irgendwie immer nicht den Job gekriegt hat, den ich wollte, dass er kriegen soll. Von daher, das war ein bisschen doof. Und mit unserem Buch und unserem einen Emerald, den wir hier gerade auch nochmal natürlicherweise aufstocken können, kaufen wir uns jetzt hier das Mending-Buch. Und wie gesagt, das Mending-Buch ist im Prinzip ein Buch, das alle Werkzeuge repariert, wenn man Erfahrung bekommt. Das heißt, das werde ich jetzt gerade mal direkt auf die Spitzhacke draufpacken gehen, weil, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, kriegt man Erfahrungspunkte, wenn man mit Dorfbewohnern handelt. Das heißt, wir können unsere Spitzhacke im Endeffekt ja heilen, indem wir einfach mit den Dorfbewohnern handeln. Das heißt, ich packe das jetzt hier drauf. Und diese Spitzhacke muss ich einfach nur in der Hand halten, während ich ja die Erfahrungspunkte quasi einsammle. Und dann funktioniert das einwandfrei. Das heißt, wir gucken jetzt gerade mal, dass wir hier den zweiten Dorfbewohner hier reinkriegen. Und ich würde sagen, da machen wir dann erstmal einen Rüstungsschmied draus. Ups. Wieso habe ich das denn so?
Da machen wir erstmal einen Rüstungsschmied draus. Das heißt, wir nehmen uns den Blast Furnace, stellen den hier vorhin. Und hier ist folgendermaßen. Man kann nicht sehen, was die bekommen, bevor man durch den ganzen Prozess durchgeht. Das heißt, man muss mit denen handeln, weil die erst, wenn die Meister oder Experte sind, anfangen, diese Diamantrüstung freizuschalten. Das heißt, man muss jetzt, wohl oder übel, einfach hier durchgehen und hier Sachen von denen kaufen, bis man eben das freischaltet, was man eben von denen möchte. Und wenn man Pech hat, kann man da auch Sachen bekommen, die man nicht haben möchte. Das kann man auch nicht wirklich beeinflussen, das muss man dann einfach so hinnehmen. Und wie man sieht, sind jetzt meine Emeralds leer. Das heißt, ich könnte dem jetzt auch noch 8 Kohle geben für einen Emerald. Das werde ich aber nicht machen, weil mir die Kohle einfach nicht wert ist. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Blöcke abbaue und hier hingehe, sieht man, dass diese Spitzhacke gerade ein bisschen Leben dazu bekommen hat. Außerdem, das kann ich auch nochmal gerade demonstrieren, hat die Spitzhacke, wie gesagt, Behutsamkeit. Das heißt, wenn man hier jetzt Blöcke abbaut mit dieser Spitzhacke, dann werden die nicht zerstört. Man sieht, das droppt keinen Cobblestone, sondern normalen Stein. Das heißt, wenn man hier solche Sachen wieder reparieren möchte und nicht den Stein die ganze Zeit im Ofen backen möchte, kann man das auf diese Art und Weise machen. Und ja, diese Schuhe könnte man auch einschmelzen, alternativ. Aber dafür kriegt man so wenig Zeug, das lohnt sich, wenn man mich fragt, nicht wirklich. So, dann würde ich sagen, wir stellen ihm jetzt gerade nochmal das Ding hier hin. Da war eine Schiene, egal. Und von ihm müssen wir jetzt Werkzeuge kaufen, bis wir unten beim Meistergrad angekommen sind. Das ist das gleiche wie bei ihm. Man kann auch einfach Pech haben und nichts Gutes kriegen. Ich würde sagen, wir gehen gerade mal schlafen, dass unsere Villager-Kollegen ihre Trades eben refreshen können, sodass wir morgen mehr Emeralds bekommen können, weil sonst kommen wir nicht wirklich weiter, wenn wir keine Emeralds kaufen können. Ich könnte alternativ, auch noch einen Farmer machen aus dem einen. Ich meine, wir haben ja jetzt hier genug Gold am Start, sodass wir nochmal 4 Dorfbewohner direkt holen können. Von daher würde ich echt fast sagen, es würde echt Sinn machen zu sagen, ey, wir holen uns jetzt erstmal noch einen Bauern, dass wir hier, oder noch einen Farmer, dass wir hier als allererstes mal schneller an Emeralds rankommen können, um eben schneller, wie gesagt, dann auch die Sachen weiterzukaufen bei den anderen Dorfbewohnern und dann diesen ganzen Prozess einfach ja schneller ablaufen zu können und nicht jedes Mal dann immer warten zu müssen, bis eben die Trades wieder nachgefüllt wurden. Weil für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, diese Villager refreshen das 2-mal am Tag. So wie man jetzt hier sieht, er hat hier seinen Trade jetzt refreshed. Das heißt, wir können jetzt von ihm einmal hier ein paar Emeralds kaufen. Gegen Kürbisse. Wir müssen auch dringend Melonen anpflanzen, dass wir das hier sofort weiterkriegen. Er ist jetzt auch Maximallevel, das heißt, er verkauft jetzt auch das beste Essen im Spiel, die goldenen Karotten. Und wir gehen kurz hier rüber und kaufen von ihm. Ach, er, guck mal, er hat jetzt Weizen auf einmal. Interessant. Na egal, wir kaufen von ihm mal die Brote. In der Hoffnung, dass er auch Kürbisse kaufen möchte. Das möchte er. Das ist super. Das heißt, jetzt können wir von ihm die Kürbisse gegen Emeralds tauschen und hier auch nochmal. Und da sollten wir dann jetzt genug haben. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen, bis wir eben hier auf das nächste Level runterkommen. Dann schmeißen wir die Schuhe hier ganz kurz weg. Und jetzt, er kauft Schilder. Schilde. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal gerade. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier einfach durchkommen bis unten. Da kommt man leider nicht außen rum. Das heißt, wir warten jetzt hier wieder, bis er auf das nächste Level upgradet. Und man sieht die ersten Diamantsachen. Ich kann mir jetzt Diamantrüstung kaufen. Im Prinzip für Umme. Für einen Emerald. Also ich kaufe mir gerade die Diamantrüstung für einen Kürbis pro Rüstungsteil im Endeffekt. Das heißt, das machen wir jetzt noch ein paar Mal, bis wir hier unten wieder angekommen sind. Ich behalte ein Schild, behalte ich gerade mal. Und dann sehen wir, er verkauft auch den Helm und die Brustplatte für einen Kürbis im Endeffekt. Das heißt, wir können jetzt hier unsere Diamantsachen anziehen. Wir haben voll Dia, ohne überhaupt wirklich nach Dias gegraben zu haben. Ich habe zwar ein paar Dias gefunden, ne, aber ja. Das war jetzt nicht wirklich schwer, ne? Und das Gleiche können wir jetzt an der Stelle auch noch machen. Er kann theoretisch, glaube ich, auch für Eisen Emeralds verkaufen. Das können wir, ja, das können wir auch machen. Das heißt, ich kann jetzt gerade mal gehen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Eisenfarm so nah hier dran gebaut habe. Dass die hier dass die hier einfach die ganze Zeit in der Nähe bleibt.
Oder dass ich quasi in der Nähe davon bin und die einfach die ganze Zeit weiter Eisen für uns produziert und wir uns da keine Gedanken drum machen müssen, dass die irgendwie nicht läuft, weil wir die halt nicht geladen haben oder ähnliches. Das Eisen einfach ihm hier verkaufen und damit unsere nächstes Level hier voll machen. Er verkauft jetzt ein Diamanto. Davon nehme ich einfach mal zwei mit. Wie gesagt, kostet ja alles nichts mehr. Und wir haben hier Unbreaking 3 auf der Axt. Das ist auch komplett broken. Das ist die beste Verzauberung, die es gibt für Unbreaking. Also es gibt ja verschiedene Stufen, ne? Und bei Unbreaking ist es 1, 2, 3. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt die beste Stufe von Axt bekommen, die man hier überhaupt kriegen kann. Oh nein, jetzt habe ich hier meine Emeralds hingeschmissen. Das heißt, ich würde sagen, wir schmeißen gerade mal ein Schild weg. Und ja, wir können jetzt hier natürlich auch, ne, wie ihr schon wisst, gehen wir jetzt hier hin und man sieht unten links, die Spitzhacke ist fast wieder voll repariert. Ja, das einzige Doofe an der ganzen Situation ist jetzt gerade, ich werde hier, wie gesagt, nicht alle Sachen kriegen, die ich gerne hätte. Wir schalten nochmal gerade das letzte Level frei, einfach nur um zu sehen. Ich hätte gerne meine Emeralds wieder, was er hier hat. Er verkauft jetzt eine Spitzhacke. Das heißt, Schaufel ist für uns jetzt erstmal Mangelware. Das ist aber okay, weil wir haben schon eine Schaufel. Und wie viele Schaufeln braucht man dann in Minecraft, ne? Spitzhacken und Äxte sind eher so die Sachen, wo ich sagen würde, das hat eine höhere Wichtigkeit. Das heißt, wir sind im Endeffekt jetzt Full Dia. Wir haben alle Werkzeuge aus Diamant, die wir brauchen. Das war Glück, dass wir die Spitzhacke gekriegt haben und nicht die Schaufel bei seinem Trade. Und da müssen wir uns jetzt nie wieder Gedanken um irgendwelche Ausrüstung machen. Das heißt, wir können demnächst hingehen und den Enderdrachen wegklatschen. Wir sollten eigentlich das meiste hinkriegen, ohne irgendwelche Probleme. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch eben die ganzen Verzauberungsbücher, die wir eben haben wollen für zum Beispiel schnelleres Abbauen und ja, mehr Glück und so weiter. Und ja, dann sind wir eigentlich erstmal soweit gerüstet für den Rest von diesem Minecraft-Guide hier. Weil wir werden nie wieder irgendwas Besseres brauchen. Wir haben im Endeffekt unbegrenztes Essen, wir haben unbegrenzte Ressourcen, was Rüstung und so weiter angeht. Wir haben Eisen, alles gut. Und dann können wir anfangen, uns jetzt um Farmen zu kümmern. Wir können ins End gehen, dass wir uns Elytra besorgen können und so weiter und so weiter. Ihr werdet sehen, wo das noch alles hinführen wird. Aber ja, ich würde sagen, ich werde off-camera, werde ich jetzt noch mal ein paar andere Villager besorgen. Quasi die wir für die Bücher eben brauchen. Also Efficiency 5, Unbreaking 3, Looting 3 für das Schwert. Das Schwert haben wir nämlich auch noch nicht. Wir brauchen auch noch einen Waffenschmied, den haben wir auch noch nicht. Aber wie gesagt, wir sind erstmal gerade mit Axt ganz gut bedient. Wir haben ja jetzt hier eine Diamant-Axt, mit der wir jetzt hier unsere Eisenachs ersetzen können. Wir haben Werkzeuge, die sich von selbst reparieren. Und ja, ich werde hier noch ein paar Dorfbewohner besorgen und da unten reinballern und dann euch in der nächsten Folge das zeigen, sodass ihr seht, was wir so alles gemacht haben. Aber das wird jetzt alles genau dem gleichen Prinzip folgen, wie eben das, was wir heute gemacht haben. Und ich denke, um das zu veranschaulichen und zu erklären, was man, was man dafür eben braucht. Ups, das war keine Absicht. Was man eben braucht, um hier, ja, eigentlich komplett OP zu sein. Ne? Haben wir das ganz gut gezeigt hier. Deswegen, ich würde sagen, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt, ob ich irgendwas besser machen könnte, ob ihr irgendwas super fandet, was ich gerne so weitermachen soll. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!